Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück beim Gerry und beim SC. Guten Tag, hallo, ich grüße euch. Ja, wir können direkt durchstarten. Wir machen direkt mal hier vorwärts, dass wir zum Spiel gegen Berlin kommen. Wir können direkt in eure Kommentare reingucken. Wir haben uns ja rehabilitieren können, sag ich mal so. Wir haben zwei Spiele in Folge jetzt in der Bundesliga gewonnen. Und zwar nicht gegen kleine Gegner. Es war schon ordentlich, was wir da gemacht haben. Und ja, gucken wir gerade mal hier rein. Das sind aber erst nur die Hinspiele, brauchen wir nicht. Und ja, deshalb freue ich mich, dass wir hier wieder Fußboden gefunden haben. Nämlich, wir haben gegen Leipzig gewonnen und gegen Hannover 96. Hannover 96, denkt sich jetzt der ein oder andere vielleicht, der noch nicht so lange bei uns zuguckt. Aber, wenn du hier reinguckst, die sind Dritter in der Bundesliga und wir sind 13. in der Bundesliga. Von daher war das ein toller Sieg gegen Hannover und ja, hat mich sehr gefreut. Toll, Corvinas will schon mal nicht mit Marco Höger reden. Dann versuchen wir, den Marco Höger mal anzuschwätzen, dass die sich treffen. Weil jetzt haben wir ja auch gerade hier eine ganz gute Stimmung durch die zwei Siege. Vielleicht können wir das mitnehmen für die Gespräche zwischen den beiden. So, der Presser ist wieder zurück und er hat geschrieben, er ist absolut zufrieden mit den Transfers, vor allem Krillic und der verlorene Sohn unter Grieche Salasidis. Ja, Krillic ist gut eingesprungen. Und ja, bin gespannt, ob er es halten kann, das Niveau. Bin gespannt, wie die Rückrunde weiter verlaufen wird. Und ich meine, gegen den BVB kann man mal verlieren. Genau, das war unsere aktuellste Niederlage. Hier gegen Berlin, die sind 16. Wir sind 13. Wir sind besser. Wir haben eine schönere Saison bisher. Ich würde sagen, da planen wir 3 Punkte ein. Aber wir wollen natürlich nicht fahrlässig sein. Die Topspiele sind Bayern München gegen Hannover 96. Dann haben wir Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Der Davy Selke, der ist ganz gut dabei, diese Saison bei den Dortmundern. Und dann haben wir noch Gladbach gegen Hamburg. So, kurz noch weiter hier mit euren Kommentaren. Der Schumann hat noch geschrieben, der Ronny, klasse Part, schön, lange Folge, da schmeckt mir meine Pizza gleich noch besser. Ja, guten Appetit. Grilic schlägt ein wie eine Bombe, der hat richtig Bock. Zwei Siege waren sehr befreiend, nur leider gewinnt die Hertha auch und bleibt dicht dran. Das können wir jetzt ändern, lieber Ronny. Und hoffentlich sichern wir den Klassenerhalt frühzeitig. Da hatten wir hier, glaube ich, noch ein paar Antworten. Ne, hatten wir nicht. So, und der letzte Kommentar war von Florian Schwarz. Ja, guten Tag. Gesundheit, klasse Folge. Von mir aus können die Folgen immer so lang sein. Kannst du meinen Spieler weggeben und vielleicht einen neuen geben? Und wir vermelden Top-Transfer. Grilic schlägt sofort ein. Ja, hast recht, Florian. Zu der Sache mit, ich hätte gerne einen neuen Spieler. Da habe ich noch nie gemacht und möchte auch gar nicht anfangen mit. Es gibt keine neuen Spieler. Wenn man sich jemanden ausgesucht hat, dann bleibt man bis zum bitteren Ende bei diesem jemanden. Und ja, ich würde sagen, der Fußballmanager 18 ist ja jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, bis wir da mal einen neuen Spielstand starten. Und deshalb kannst du dir dann einfach einen neuen aussuchen. Ich glaube, mein Tipp wäre ja, dass man, wenn man sich einen neuen aussucht im Fußballmanager 18, dass man da vielleicht nicht den Erstbesten nimmt, weil die jetzt hier so hinten rauskamen, sieht man ja zum Beispiel am Grauer, den ich ein bisschen später geholt habe oder als Talent da bekommen habe. Ja, da ist auf jeden Fall mehr draus geworden als aus so manchem anderen. Ne? Das ist nämlich unser einziger Typ aus der Jugend, den wir hier so stehen haben. So, es geht gegen Hertha BSC Berlin. Es ist hier Abstiegskampf und wir sehen in der ersten Minute, dass sich Isak Mpenza nach unserer Verletzung direkt mal in Szene setzen kann, indem er Salasidis auflegt und der hier fast das 1:0 macht. Aber Jonas Lössl ist da und hält hier grandios. Das ist doch schön. Erste große Chance im Spiel. Ja, zweite Minute fängt es an zu regnen. Und dritte Minute sind die Berliner am Start. Ditgen auf Vukušić, der verliert den Ball gegen Langerak. Stimmung ist gerade hier ein bisschen mau, sag ich mal so. Und wir sehen schon wieder die Hertaner. Kaufhold holt da den Ball, will einen Pass spielen, aber auch hier ist Langerak am Start. Ja, Ulises Garcia, der hat seinen Stammplatz verloren gegen Kolasinac, aber Kolasinac ist gelb gesperrt, deshalb haben wir hier wieder Garcia am Start. Und auf der linken Seite natürlich Salasidis, der spielt den Ball in die Mitte. Grauer ist da, aber kriegt dann nur so einen kleinen harmlosen Roller raus. Ja, Joachim Löw ist unter gegenüber, der ja irgendwie einen komischen Namen bekommen hat, wenn man sich das so ansieht in der Übersicht. Der Manager heißt irgendwie Edem oder so, warum auch immer.
Und ja, da ist das drin, das Tor hier. Was war denn das? Ein Freistoß direkt verwandelt, der Vintage. Legten sich hin, schießt, Tor, 1-0. Springen wir sofort in der Tabelle auch und überholen Bayer Leverkusen. Ja, gar nicht so verkehrt. Krillic kriegt den Ball da. Schöne Kombination zwischen Vintage Grauer und dann am Ende Krillic, der da ganz, ganz knapp am Tor vorbeischießt. Ganz knapp vorbei schießt auch der Langerack, nämlich die Abstöße an seine Mitspieler. Die gehen alle links und rechts neben die jeweiligen Kollegen. So, weiter so erstmal. Henning König jetzt hier mit der Chance. Er hat Hornschuh stehen gelassen, aber dann ist wieder der Australier im Tor bei uns da und kann den Ball halten. Kurz vor der Pause nochmal Kaufhold auf Ditgen, aber der schießt vorbei. Bisschen hastig gewesen. 1-0 zur Halbzeit, ja, ist okay. Kehren wir mit Leben. Aber ist natürlich nur die halbe Miete, ne, zur Halbzeit hier zu führen. Ich lasse mal einfach alle so spielen erstmal. Alle so weitermachen. Und dann können wir demnächst mal... Guck mal, wir können jetzt sogar echt mal sinnvolle Wechsel machen von der Bank. Wir haben jetzt mal eine starke Mannschaft. Wir können Forsbeck bringen. Wir können Corominas bringen. Wir können Julindon bringen. Havertz. Also da ist schon fast hier... Ja, Qual der Wahl. Und deshalb lassen wir es erstmal so. Guck mal, das Hinspiel hier oben fällt mir gerade erst auf. Das haben wir 1-4 verloren. Da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Das wäre ein bisschen übel. Aber jetzt erstmal die Berliner am Start. Stocker. Vukušić, der schießt. Ja, und gibt eine Ecke. Die kommt von Lukevic rein. Kommt wieder zurück aus dem 16er. Kaufhold kommt an den Ball, schießt links an den Pfosten. Ja, die nähern sich hier schon wieder einem Tor. Müssen wir jetzt hier langsam nochmal drauf gehen. Aber nicht, dass Daniel Krasniqi, der Weltklasse-Schiedsrichter, uns hier gelbe Karten en masse gibt. Malcolm Kakutula schießt da, nachdem er Götze... das war übel. Hat den Schiedsrichter Krasniqi voll umgeschossen. Ja, hat er sich wehgetan bestimmt. Da blieb ihm auf jeden Fall mal die Luft weg. Noch zweite Hälfte. Stadion ist zwar ausverkauft, aber es ist nicht viel los hier. Grauer darf mal rauskommen. Penzer nach der Verletzung auch ordentlich wieder gekommen. Ganz okay. Und Salasidis. 4. Da kommt mal Forsberg rein. Dreierpack aufs Feld. Wie sieht's denn hier aus? Leverkusen stürzt gerade ein bisschen ab hier. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht auch noch in den Abstiegskampf hier kommen. Hamburg kommt an Leipzig vorbei. Ganz oben ändert sich nichts und ganz unten bisher auch nicht. Aber jetzt schon wieder die Berliner über Stocker. Der spitzelt die Kugel vor das Tor. Nikolai Rapp ist da. Der Deutsch-Spanier oder der spanische Deutsche, wie auch immer. Der hat hier schon das eine oder andere Mal ganz gut geklärt. Und das war auch mit einer der wichtigen Sachen, die wir auf jeden Fall hinbekommen haben. Dass wir hier die Innenverteidigung, die Verteidigung generell einfach gut gestärkt haben. Das ist wunderbar. Endlich nochmal die Wiedenbrücker mit einer rechten Ecke von Nikolai Rapp. Krillic verlängert, Jolinton dreht sich und der Ball fliegt ins Tor. Aus dem Gewühl heraus. Ja. Florian Krillic, die nächste Torbeteiligung. 3 Spiele, 3 Torbeteiligung. Das ist auf jeden Fall echt eine Nummer. Auch wenn die jetzt nicht so super geplant war, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Leipold will jetzt sich mal hier darum kümmern, dass es, ja, 2-1 steht. Und das macht er auch, indem er auf Vukušić ablegt. Und der schiebt ein. Da muss er gar nicht so mürrisch gucken, der Alte. Kroate wahrscheinlich oder so. Ante, das sind ja meistens Kroaten. Ante Kovic fällt mir da immer sofort ein. So, 82. Minute, Solo-Lauf von Forsberg durch die Berliner Abwehr. Lukevic kann erstmal klären, dann bekommt Forsberg den wieder auf dem Schlappen und er haut den rein. Auch der Emile macht jetzt hier sein erstes Tor. Ja, hallo auch. Guten Tag. So, sehr schön, sehr schön. 3-1, nehmen wir mit. Sind 3 super Punkte und auch ein paar gute Noten hier. Julinta mit einem 1, Forsberg 1,5 und es ist noch nicht vorbei. 83. Minute, Krillic wurschtelt sich da jetzt irgendwie durch.
Amade greift ihn nicht richtig an. Lukovic fälscht den Ball noch ab. Ja. Ball hoppelt zum 4:1 ins Tor. Und wer ist es? Der Grilic. Grilic grillt sie, ey. Das ist ja unfassbar hier. Mann. Der macht sie alle nass. Moment. Ganz, ganz starker Typ. Guter Einkauf. Schulinter nochmal mit dem Versuch hier, aber Jonas Lösel ist da und ich sag mal so, jetzt 5 Minuten vor Abpfiff ist die Sache hier gegessen. Und wir freuen uns über 3 weitere Punkte. Das ist echt klasse. Super. Vielleicht kriegen wir sogar noch erhöht. Wer weiß es denn? Langer Ball erstmal auf den Flügel. Da nimmt ihn Kai Havertz mit. Zieht dann in den Strafraum rein. Lässt Ochipka aussteigen. Will schießen. Ah, aber Jonas Lösel kommt da herausgestürmt. Heldenhaft. Er wirft sich da in den Schuss rein. Joa. Der arme Sack hat 4 gekriegt hier, ne? Die Berliner. Vorne war auch nicht so viel los bei denen da immer. Kakutalua, der macht hier noch besorgt uns noch ein paar Zusatzkosten, indem er das Trikot von Joe Linton einfach mal zerreißt. Dankeschön. Ja, Joe Linton auch hier bester Mann. Wunderbar. Emil Forsberg immerhin auch eine 2,5 geholt. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt sind wir doch eigentlich hier relativ auf sicherem Wege Richtung Klassenerhalt. Sieht gut aus, Jungs. Sieht gut aus. Bayern 2:2 gegen Hannover. Die nehmen sich gerade hier gegenseitig die Punkte weg. Und das kann Dortmund nutzen, indem sie 1:2 gegen Hoffenheim gewinnen. Gladbach verliert zu Hause gegen Hamburg 0:2. Leverkusen, doch nicht so abgestürzt, sind dann nochmal nach oben gekommen. Haben 2:0 gegen Frankfurt gewonnen. Köln 2:1 gegen Bremen. Schalke 4:0 gegen Freiburg. Mit 3 Buden vom Max Meyer und einmal Franco Di Santo. Gabriel nur auf der Bank, das Megatalent. Dann haben wir noch Union Berlin zu Hause 2:3 verloren gegen Wolfsburg. Union Berlin ist damit weg hier. Da lege ich mich auch fest. Auch Freiburg wird es richtig, richtig schwer haben. Die haben ganz, ganz schwierige Saison hier. Dann haben wir noch Bochum und Leipzig 1:1. Spieltagsstatistik. Julinton ist hier in die Elf des Tages gerutscht. Und Rusev haben wir hier. Guten Tag, der Rusev. Na du? Wie sieht's aus, mein Freund? Jack Butland, Meyer, Kramer, Goretzka. Also die Schalker haben mit einer ganzen Armada an Leuten auf jeden Fall dabei. Schon hart. Und ganze Überraschung hier in dieser Saison, richtig krass, ist auf jeden Fall Yuya Osako. Wird seine Karriere mit Vertragsablauf beenden. 2024. Aber bis dahin schießt er hier im Moment noch richtig Tore. Und zwar 21 in 21 Spielen. Das ist eine sehr gute Quote für ihn. Vor allem, wenn man den Rest hier so anguckt. Wenn man sich das wegrechnet, hätte er in 200 Spielen knappe 70 Tore geschossen. Ein bisschen mehr. Und jetzt in 21 Spielen 21 Tore. Das ist schon ein Leckerbissen. Und genauso wie Johannes Eggestein, der hier auch echt Tore en masse schießt. Davy Selke und auch Ribamar. Richtige Goalgetter da vorne drin. Unsere, naja, unsere sind nicht so die riesen Goalgetter diese Saison, aber wir machen das durch Mannschaftsleistung weg, sag ich mal. Ja, und hier der Höger und der Corominas, die vertragen sich jetzt wieder. Ist auch klasse. Klasse, klasse. Forsberg mit dem ersten Tor für uns. Schade, können wir ihm leider diesmal nicht gratulieren, das kann man ja manchmal machen. Schön hier, dass du den Tor geschossen hast. Geht diesmal nicht. Schade drum, egal. Die Reserve gewinnt 2:1. Malte Kist hat beide Buden gemacht. Das ist wunderbar. Adam Maher ist hier der Saisonwechsel. Oder der Wechsel der Woche so. Rusev wechselt nochmal. Rusev wechselt zum 31. oder zum 30.06. zur Hertha. Für 9 Millionen. Hannover, weiß ich nicht, ob das so clever war. Wieso haben. Ja, 6 Millionen haben die bezahlt, okay. Zumindest einen kleinen Gewinn gemacht, ne? Okay. Trainerkarussell. Thomas Schaaf bei Leverkusen. Neu angekommen, hat er direkt gewonnen. Mhm. Kann man auch untererfolgreich verbuchen, sag ich mal so. Soler hat eine neue Erfahrungsstufe, ist auch schön.
Und warum dauert das jetzt so lang hier? Gideon Jung verlängert seinen Vertrag und alles Mögliche. Rückrunde oder Rückspiel in der dritten Runde der Europa League. Köln ist weiter gegen Genua, sehr schön. Benfica Lissabon schlägt Sevilla. Turin kegelt Hamburg raus. Olympique Marseille bezwingt Beşiktaş. Galatasaray kommt gegen Porto weiter. Sporting Braga schickt Leverkusen nach Hause. Die können sich jetzt auf die Liga konzentrieren. Ebenfalls auf die Liga konzentrieren kann sich Zagreb. Die verlieren nämlich gegen Aston Villa. Valencia besiegt Herrenveen. Grasshopper Zürich setzen sich gegen Legia Warschau durch. Der AC Milan gegen Sporting Lissabon, das ist ja fast ein Klassiker, gewinnt. Feyenoord Rotterdam gewinnt gegen Glasgow. Celtic, Saint-Étienne gegen Alkmaar. Rapid Wien gegen Fenerbahce. Und Ajax Amsterdam schickt Red Bull nach Hause. Monaco gegen Zenit St. Petersburg der Sieger. Und ganz deutliches Ding haben wir hier. Ein 6:0 insgesamt. Paris Saint-Germain gegen West Ham United. Ja. Nächstes Spiel, nächstes Glück. Die Bremer laden uns ein und wir können hier, glaube ich, noch Punkte holen. Wir sind ein bisschen besser. Es ist natürlich ein Auswärtsspiel, das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Während wir hier unsere Top-Spiele sehen, Leipzig gegen Bayer Leverkusen, Hannover gegen Köln und Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Bin mal gespannt hier, ob Hannover auch vom Osako ein paar eingeschenkt bekommt. So gut ja hier Garcia war, Kolasinac muss wieder aufgestellt werden. So, dann haben wir Joelinton, der geht jetzt gerade auch keine Hausnummer dran vorbei. Penzer hat seine Sache auch gut gemacht, aber Havertz darf jetzt wieder ran. Sind uns nochmal ein paar Punkte in der Stärke und eben auch unser neuer Torschütze, nämlich Forsberg. Dafür tun wir auf der rechten Seite mal Miguelacho wieder bringen. Wie sieht's denn aus hier, ihre Top-Torschützen? Vintage, Grauer und Corominas. Dann kommt Joelinton und ja, Grilic dann schon. So viele Tore haben wir gar nicht gemacht hier. 7, 7, 7, 6 und 2. Na gut. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was dran ändern an den Toren. Ja, erstmal hier. Werder Bremen und Florian Grilic kehrt heute zum ersten Mal wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Den haben wir dir ja weggeklaut, den Grilic, den Bremern. Das war auch recht clever, weil wir haben dadurch ja nicht nur uns verstärkt, sondern auch einen, ich sag mal, relativ nahen Konkurrenten auch noch schwächen können. Auch gut, dass der überhaupt gekommen ist. Ne? Was haben wir denn hier noch? Kucke spielt dafür bei den Jungs in Grün. Niklas Kölle, Santiago Garcia, Sven Mendes ist noch aktiv und Rick Karsdorp. Jetzt haben wir endlich mal eine Situation hier. Und es gibt echt Strafstoß. Forsberg holt den Elfmeter raus. Nach 25 Minuten nichts passiert und dann Elfmeter. An der Strafraumkante hat ihn Santiago Garcia gelegt. Und er macht ihn auch selbst rein. Der Forsberg. Ja. Guten Tag, zweites Tor, hallo. Rick Karsdorp auf der rechten Seite, Karim Bellarabi, Ojitja Ofo, Besuchkov, Hajrovic spielt auch hier, Yusuf Pausen und Brici Bilko. Das sind die 11 Leute, die hier spielen. Ja. Und da macht der Yusuf Pausen den Ausgleich in der 30. Minute. Kurioses Tor mal wieder hier so ins Tor reingerutscht mit dem Ball. Bremer machen auf jeden Fall Stimmung. Aber hier, da muss noch ein bisschen was kommen. Junusovic und Kramaric sind auf der Bank. O'Reilly, Breitenbacher, Zetterer, Edmilson Junior und Oscar Rodriguez. Jetzt so langsam wacht das Spiel hier auch mal auf. Kai Havertz spielt da auf Forsberg. Ah. Tja, aus 4 Metern köpft er neben uns Tor. Hat er hier mal einen Doppelback schnüren können. Aber vielleicht noch die Chance hier. Vintage an Kölle vorbei. Außenpfosten. Ah, war ein bisschen spitz geworden, der Winkel. Schade drum. Menschenskinder. Gut.
Dann ist hier erstmal Halbzeit. Auch der eine Punkt bringt uns sogar ein bisschen nach oben. Aber hier könnte noch mehr gehen. Und sollte auch noch mehr gehen. So. Lasst uns genauso weitermachen. Lief gut bisher. Und wenn wir hier noch gewinnen würden, würden wir sogar auf den 10. Platz hochspringen. Müssen wir mal gucken. Ja, Kuke wird hier mal ausgepfiffen, wenn er den Ball bekommt, weil der auch gewechselt ist. Ne? Kai Havertz jetzt auf der rechten Seite. Flank. Vintage ist da. Nein, der kriegt den Ball nicht. Santiago Garcia schießt am Ball vorbei. Und Forsberg ist auch zu überrascht. Ah ja, aus 2 Metern. Jetzt hätte er aber mal welche machen müssen. Eben aus 4, jetzt aus 2 Metern. Allerdings war das eine ganz kuriose Situation hier. Da waren alle irgendwie überrascht von der Havertz-Flanke. Nikolai Rapp bringt die Ecke rein, aber die ist kein Problem für Kuku. Karim Bellarabi, der ehemalige Leverkusen, ne? Flankt. Ja, Lengerek hat sich da ein bisschen verschätzt, aber Felix Götze ist da. Es gibt einen Eckball. Der kommt rein von Rick Karstorp, der holländische Rechtsverteidiger. Spielt den Ball einfach zu Lengerek. Ecke von rechts jetzt für uns, die zweite für uns. Die kommt gefährlich in den Strafraum rein. Irgendwie landet der da bei Götze, der schießt. Ah, Kuke kann den Ball nochmal abwehren. Sven Bender hatte da den Ball genau auf Felix Götze geköpft. Ja, der Innenverteidiger, das wäre natürlich auch eine Nummer, wenn der mal hier einen macht. So, wir wechseln mal aus. Ne, Krilic möchte ich nicht auswechseln. Aber Forsberg, der macht heute keine Bude mehr. Nachdem der da schon dreimal dran vorbeigeschossen hat. Und Kominas würde ich auch gerne mal wieder bringen. Der Junge hatte ja auch eine bisher sehr, sehr, sehr gute Saison. So, halbes Stündchen haben wir noch. Wir sind Stärketechnik immer noch vor den Berlinern, aber wie gesagt, dafür Auswärtsspiel vor 40.000 Zuschauern. Und wir sind momentan hier am Ball. Kominas auf Höger. Der macht fast ein Tor, aber nur fast, weil Kuku kann ihn zur Ecke klären. Salasidis bringt die Ecke rein von links. Ach, kein Problem für Rick Karstorp. Aber es gibt noch eine Ecke. Vielleicht kommt die ja jetzt besser. Du darfst es nochmal versuchen, Nikolas. Schlägt ihn jetzt auf den Elfmeterpunkt. Kuku kommt heraus, kommt er nicht raus. Rapp kommt zum Kopfball. Na, wenige Zentimeter vorbei. Schiss. Was wird hier jetzt? Eine Konterchance für den SC Wien. 2000 Jolintern alleine vor Kuke, der schießt. Oh, und Kuke hält. Kuke hält. Dann bringen wir jetzt hier die letzten 20 Minuten noch den Grauer wieder rein. Das war ja nix hier, ey. Meine Güte. So. Weiter so. Auswärts ist das eine gute Leistung hier. Können wir mal so mitnehmen und analysieren. Jason Breitenbach kommt jetzt für Niklas Kölle auf die linke Verteidigerposition. Und Zlatko Junuzovic kommt rein für Izet Hajrovic auf die rechte Seite. 10 Minuten und ja, das Unentschieden würde uns etwas bringen. Mirsan Junior zupft hier Havertz an der Hose. Da muss er froh sein, dass er die noch anlassen durfte. Und kriegt Geld dafür. Oh, Krilic hat sich da was getan, aber es geht wohl weiter. Rapp befördert den Ball mit dem Kopf übers eigene Tor. Es gibt also eine Ecke. Die Ecke kommt wieder von Rick Karstorp. Eben war sie schlecht. Vielleicht kommt sie jetzt. Nein, scheiße. Ich dachte schon. Lengerek hat da erstmal gezögert, gegen Yusuf Paulsen rauszukommen. Aber dann fängt er den Ball doch nochmal ab. Und jetzt vielleicht nochmal Krilic auf der linken Seite. Läuft sich frei. Flank zu Korominas. Kuku kommt aus dem Tor. Holt sich den Ball. Schade drum. Das wäre jetzt hier noch kurz vor Schluss noch wichtig gewesen. 2:1 zu machen. Ja, vielleicht ist es auch nochmal möglich. Auf der rechten Seite tolle Flanke von Havertz. Höger kommt mit den Haarspitzen an den Ball. Aber keine Richtungsänderung, die ins Tor führt. Schade drum. Naja gut, ist so. Unentschieden auswärts nehmen wir so und akzeptieren es. Ist ganz ordentliches Ergebnis. Gucken wir mal in die Ergebnisse rein der anderen. Hertha verliert. Das ist sehr wichtig für uns. Jetzt sind wir hier schon
9 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das ist sehr gut. Ich stehe und die Klasse halten. Auf jeden Fall hat Gladbach gegen die Berliner gewonnen. Dortmund mit dem 4:1 gegen Leverkusen. Ja, da kriegt der Thomas Schaaf erstmal einen Dämpfer. Und zwar 2 Buden vom Selke, einmal Hermann und einmal Jack Wilshere. Dagegen konnte nur Kalanoglu auf der anderen Seite treffen. 2:0 gewinnt HSV gegen Schalke 04 und Leipzig besiegt die Bayern. Die Bayern sind damit meiner Meinung nach auch so gut wie raus aus dem Meisterschaftsgeschäft da oben. Leipzig konnte jetzt nochmal nach oben springen dadurch. Köln gegen Hannover 0:0, Wolfsburg gegen Bochum 2:2, Freiburg gewinnt mal 3:0 gegen Union Berlin. Ja gut, gegen die muss man auch gewinnen, wenn man überhaupt Punkte fahren will. Sind auch 5 Punkte für Freiburg auf den Relegationsplatz. Vielleicht schaffen sie es ja. Wer hat denn hier die wichtigen Tore gemacht? Meris Skenderovic, Maximilian Philipp und Daly. Alles klar. Eintracht Frankfurt 1:1 gegen Hoffenheim. Spieltagsstatistik von uns. Keiner dabei. Schade drum. Iso. Und vorne, Davy Selke hat sich rangeschlichen an Osako. Bei den Toren. Alles klar. Münchner Geigenführung bei Red Bull Leipzig. Riskante ist erfolgreich. Auslaufprämie für ihn. Tommy verbessert seinen Abschluss. Haben wir irgendwas Wichtiges? Suda hat sich verletzt. 13 Tage in der zweiten Mannschaft. Kreuzer. Den brauchen wir auch nicht hier. Einmal rausschmeißen. Auf so ein Blickfeld. Damit. So, die B-Jugend gewinnt 3:0 gegen Augsburg. Gideon Jung verlängert seinen Vertrag. Brauchen wir auch nicht mehr. 69, 28, ne. Weg. Der Ditgen. Brauchen wir auch nicht. Aktion weg. Aktion weg, Junge. Max Ditgen. Jerome Albrecht überzeugt. Reserve gewinnt 2:1 gegen Lippstadt. Und Malte Kist hatte die 2 Tore geschossen. Das haben wir schon eben gesehen. Gut. Wie sieht's aus gegen Frankfurt? Machen wir vielleicht noch das Spielchen, würde ich sagen, oder? Machen wir vielleicht noch. Einige neue Leute hier entlassen worden, aber keinen interessanten Nachfolger. So, gegen Frankfurt geht auch direkt hier los. Ist nämlich englische Woche. Am Dienstag sind wir schon wieder am Start. Die Frankfurter eben auf Platz 15 wollen sich da unten ein bisschen rausbomben. Es läuft nicht so gut für die Frankfurter diese Saison und deshalb hoffen wir, dass wir da einfach einen Sieg holen. Und wie sieht's hier aus? Hannover 96 gegen Dortmund, Bayern München gegen Bremen. Das ist ja auch eigentlich eine sehr, sehr schöne, traditionelle Partie. Man sieht's ja auch hier an den gespielten Spielen, ne? 113 Mal haben wir sie schon getroffen. Und dann Hoffenheim gegen Leipzig. So, wie sieht's aus? Rominas darf mal reinkommen. Und Mark Horn schon mit der 13, aber das hat er auch. Dann lassen wir es mal. Ich glaube, den Penser würde ich gerne mal wieder einwechseln. Enes, den würde ich gerne mal wieder einwechseln. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn der Grilic noch ein Tor schießt, dann kann der Enes mal kommen. Der hat jetzt natürlich da eine richtig harte Konkurrenz reingekriegt. Die zweite Mannschaft gewinnt hier 3:4 gegen Viktoria Köln auswärts. Jerome Albrecht mit 2 Buden. Das ist auf jeden Fall auch ganz solide Leistung. Ergebnisse gucken wir mal rein hier. Ja, haben wir uns mal ein bisschen nach oben geschossen mit den letzten 3 Siegen und vom Regionalliga oder vom Abstiegsplatz, nicht Relegationsplatz, vom Abstiegsplatz erstmal 9 Punkte entfernt. Da sind wir in der ersten Liga auch ungefähr. Und da wollen wir sehen, dass wir das noch ein bisschen ausbauen können. Wir werden hier gegen die Frankfurter ran. Und ich habe gesagt, ein Sieg ist Pflicht. Das müssen wir machen. Es ist nämlich ein Abstiegsduell hier unten. Unteres Drittel, da muss man die Punkte holen. Wir sind defensiv ausgerichtet, wie in jedem Spiel in der letzten Zeit. Aber wir machen einige Punkte damit. Corominas auf Joe Lintern, aber die Frankfurter Abwehr ist da und kann den Ball kontrollieren und nach vorne spielen, wo Fabian den Ball mitnimmt, Rapp austanzt und dann aber gegen Mitchell Langerak verliert. Unsere erste Ecke, Nikolai Rapp, der Innenverteidiger, schießt sie
von der rechten Seite. Marco Höger legt auf Joel Linton ab und der, ja, macht das Ding, drückt das Leder über die Linie und dann geht er jubelnd in die Fankurve. Aha, gut, dass ich ihn noch drin gelassen habe. Wollte er erst den Grauer vielleicht noch bringen. Und auf der rechten Seite jetzt eine Flanke von Migliaccio. Schade, Havertz war da, aber Jakob Busk fängt den Ball ab. Wer spielt denn hier bei den Hessen noch? David Abraham als ehemaliger oder noch aktiver. Was sage ich denn? Ehemaliger, Quatsch. Erik Durm, Niklas Meyer, Fabian Schnellhardt, Marco Fabian. Oh, wir haben hier einen Freistoß auf Englisch. Free Kick bei Joe Linton, but he hammers it some way over the bar. Miralas, Kevin Miralas, Benito Raman, Dodi Luke Bacchio. Aha. Und hinten in der Abwehr haben wir noch Lukas Guganik, Dalbert und im Tor eben Jakob Busk. Kann ich alles erzählen, weil hier auf dem Spielfeld gerade nicht so viel geht. Jetzt vielleicht Menger mit dem Fehler. Kurminas schießt aus 19 Metern, aber vorbei. Weiter Einwurf von Kolasinac. Busk kommt raus und fängt den Ball alles sicher ab. Also diese Einwürfe müssen wir vielleicht mal üben. Da passiert ja auch nichts, was erwähnenswert wäre. Schnell ausgeführter Freistoß. Jetzt geht's mal zügig. Joel Linton auf Kurminas, der kommt zum Schuss. Ah, aber zu unplatziert. Einige Meter am Tor vorbei. Ja, aber so kann es gehen. Den Gegner einfach mal überrumpeln. Mit so einem kleinen Trick da, ne? Und hier gelbe Karte hätte es geben können wegen der Schwalbe von Benito Raman. Wollte unbedingt einen Elfmeter, aber gibt keine. Jo, auch hier. Spartanisches Ergebnis, 1:0. Aber es reicht ja. Und es wäre super, wenn das so bleiben könnte. Auf geht's, meine Lieben. Ein Witz. Joel Linton hebt deutlich vor dem Zweikampf von Marco Fabian ab und wird überhaupt nicht berührt. Und Fabian kriegt hier die gelbe Karte. Das ist wirklich der Witz. Da hätte schon Joel Linton die gelbe verdient gehabt für die Schwalbe. Der anschließende Freistoß ist nix. Joel Linton, das kann man besser machen. Spielfeldrand. Warum sollte sich Forsberg eine gelbe Karte abholen? Nö. Das ist Quatsch. Wäre ja albern, ne? So. Herr Havertz holt sich aber dafür jetzt die gelbe ab, indem er da schnell hart am Trikot zupft. Und der erste Freistoß für die Frankfurter, der gefährlich werden könnte. Aus 26 Metern der Innenverteidiger David Abraham versucht, aber kein Problem für unseren Keeper. Rechte Seite wechseln wir aus, die gelbe Karte. Und ja, Grilic darf jetzt mal hier sich eine Pause gönnen. Ähnlich kommt dafür rein, würde ich sagen. Und auf der linken Seite machen wir auch hier den üblichen Wechsel fast schon. Die beiden tauschen sich da ganz gut aus, Forsberg und unser Grieche, der Salasidis. Halbe Stunde ist noch. Momentan ein Spiel, was nicht so wirklich riesige Chancen hat. Auch hier komische Flanke, die kommt aber dann noch aufs Tor. Langerack. Entschuldigung, jetzt werde ich auch noch müde hier. Einschläferndes Spielchen. Langerack konnte den Ball noch über die Latte klären und lenken, aber es gab keine Ecke irgendwie. Das passiert auch immer mal wieder. Dafür haben wir eine Ecke. Salasidis. Höger verlängert. Jolinton dreht sich. Ja, und war das nicht die Kopie des ersten Tores? Ecke? Da müssen wir jetzt mal hier reingucken. Erste Ecke war da auch hier, ne? Höger auf Joel Linton. Das ist ja hier eine richtig gute Kombination. Die Ecke kam zwar jedes Mal von jemand anderem, einmal von Rapp und einmal von Salasidis, aber da vorne drin, der Höger macht's gut. Jetzt schon wieder vielleicht. Diagonaler Pass, richtig stark gespielt auf Kurminas und der macht ihn nicht. Höger, was ist denn los mit dem hier? Der richtige Vorlagengeber hier. Vorbereiter. Scorer. Enes wird abgedrängt und schießt einfach mal aus einem unmöglichen Winkel. Und wir haben jetzt hier ein bisschen Oberwasser. Gutes Passspiel des Wiedenbrücker SCs. Im Mittelfeld ganz viele Stationen, aber dann Enes, der den Ball gegen Fabian Schnellhardt verliert.
nicht ganz ausverkaufte Stadion. 10 Minuten haben wir noch. Und gucken wir uns kurz die Tabelle an. Wir springen von 12 auf 10 hoch, überholen Hoffenheim und Bremen. Tja, Kuke, hättest du dir auch nicht gedacht, ne? Da wärst du lieber mal bei uns geblieben. Enes mit einem ganz steilen Pass auf Julien, und den hätte er noch nicht mit dem Fahrrad gekriegt. Da ist er gar nicht erst hinterher gelaufen. Frankfurt mit einem Angriff über Ikene und Schnellhardt, der spielt den Ball nach innen mit einer Flanke. Fabian ist da und schießt, beziehungsweise köpft knapp am Tor vorbei. Nathanael Frenoy holt sich hier noch eine gelbe Karte durch ein taktisches Foulspiel. Und ich würde sagen, wir haben hier wieder 3 Punkte eingefahren. Ja, es läuft doch. Es läuft doch. Antonio Corominas noch auf Enes. Oh. Gibt nochmal Ecke. Ecken liefen ja gut. Wo ist der Höger? Nicolas Salasidis spielt den Ball an den 5-Meter-Raum. Julinton ist da unbedrängt. Ja, und dann macht er es halt ohne den Höger. 3 Ecken, dreimal Julinton. Also das ist auf jeden Fall sehr effizient. Wir sehen es auch hier. Es waren wirklich die 3. Ecke in diesem Spiel. Und alle 3 Ecken haben wir reingemacht. Und alle 3 Mal war es der Julinton. Eieieiei. Da hat er sich aber mal hier nach oben gebombt in der internen Torjägerliste. Und vielleicht sogar auch in der externen. Gucken wir uns gleich mal an. So schnell kann es gehen, ey. Julinton. Da wollte ich noch draußen lassen für den Grauer erst. Mensch, Mensch. Bayern München hat Bremen besiegt 2-1. Dann Gladbach 4-0 gegen Freiburg. Wer hat die Tore gemacht? Eingewechselte Mustafic, Weghorst und Stindl. Stindl ist aber bestimmt auch schon richtig alt. 34. So, dann haben wir 1-2 Niederlage Leverkusen gegen Wolfsburg. Köln gewinnt zu Hause gegen Hertha 1-0. Dortmund wieder mit vielen Toren. 0-4 besiegen sie Hannover 96. 3 Buden von Mario Götze und eine Selke. Aha. Hoffenheim verliert zu Hause gegen Leipzig. Richtig viele Tore gab es bei Union Berlin gegen Hamburg. 3-4. Ribamar und Haberer sowie Wood haben die 4 Tore gemacht. Auf der anderen Seite Skrzypski, also das ist auch ein Skrzypski, Özcan und Greilach. Greilach spielt auch immer noch. Der hat maßgeblichen Anteil gehabt am Aufstieg. Und ja, dann ist es auch wichtig, dass so einer dann in der ersten Liga nochmal auftreten darf, auch des Öfteren, ne? Und dann haben wir noch Bochums Niederlage gegen Schalke 0-2. Was sagt das für die Tabelle aus? Köln und Hannover tauschen hier 5 und 6 die Plätze und wir springen von 12 auf 10. Der Rest bleibt erstmal so, wie er ist. 11 der Woche natürlich Julinton, auch Götze mit einem Dreierpack und Salasidis mit, ja, auch noch ein paar Vorlagen, Höger ja auch mit Vorlagen, also da ging einiges bei uns. Da ging einiges. Julinton hat sich jetzt hier auch auf den 18. Platz hochgebombt. Punktgleich mit Henning König, Mario Götze, Niklas Füllkrug und Pierre-Michel Lasogga. Die Torschützenführenden sind Osako, Ribamar und Selke mit jeweils 21 Dingern. Das waren noch schöne 3 Spiele, sag ich mal. Da können wir auf jeden Fall mit zufrieden sein. Und deshalb machen wir hier jetzt auch unsere Speicherrunde. Donnarumma verlängert seinen Vertrag. Der ist 24 und 70. Also da haben sie aus dem Talent haben sie auch nichts gemacht eigentlich. Wobei der jetzt so langsam vielleicht mal anfängt hier zu spielen. Ne? 68 spielen. Naja. Mannschaft der Woche haben wir da. Ne? Also wir haben einen Sieg unentschieden. Das erste Unentschieden in der Saison übrigens hier gegen Bremen haben wir da geholt. Und ein Sieg. Also lauter ungeschlagene Spiele momentan. Und das ist sehr schön. Das ist super. Wir werden uns die nächste Folge auf jeden Fall wieder genüsslich reinziehen. Und hoffen, dass es... Alter Schwede, da kam ja was mit. Auf jeden Fall sehen wir zu, dass wir in der nächsten Folge, vielleicht morgen oder Sonntag, noch weiter gewinnen können. Macht's gut, der Gary ist weg. Ciao.